Moin Leute und willkommen zu einem Video, auf welches ich mich jetzt schon länger gefreut habe, aber ich muss halt noch warten. Auf was werde ich euch gleich erzählen? Erstmal nicht wundern, falls ich mich irgendwie ein bisschen komisch anhören sollte. Ich bin etwas erkältet, deswegen könnte es sein, dass ich sehr merkwürdig klinge, aber gut, davon lassen wir uns jetzt mal nicht ablenken. Ihr seht hier einige Karten und ihr seht hier auch ein Album. Ich habe alle meine GX, Full Art, Tech Team, Secretware, Goldware, alle Karten habe ich rausgeholt, ne? Und wir werden die heute zusammen einsortieren und gleichzeitig werden wir den Preis dieser Karten versuchen zu raten. Also ich werde es versuchen und werde es im Nachhinein natürlich einschieben sozusagen, wie der richtige Preis ist und gucken, ob es halt richtig ist, was ich gesagt habe. Ich beziehe mich hier auf die Preise von Card Market, weil natürlich könnte ich auch die Preise von Gate to the Games oder sonst irgendwas nehmen, aber es ergibt wenig Sinn, weil die ja bloß die Verkaufswerte haben. Und die sind natürlich weitaus höher, so würden wir bestimmt auf einen Wert von, schön zu sagen, 300-400 Euro kommen, aber das würde man halt nicht tatsächlich bekommen. Dementsprechend Card Market Werte. Ich gehe mal so ziemlich vom niedrigsten aus, wo man die Karten verkaufen könnte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und im Video werde ich das dann natürlich noch zusammenrechnen und am Ende habe ich noch ein kleines Special für euch. Da sind einige Karten dazugekommen seit dem letzten Mal und ja, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Hier haben wir Latios in der Prisma-Form. Also ich würde sagen, diese Karte ist nicht allzu viel wert, weil ich weiß, dass die Prisma-Karten jetzt nicht so heftig gehypt sind und natürlich, Leute, mein Sammelalbum hat natürlich auch eine Reihenfolge. Auch Jirashi in der Prisma-Form. Ich denke, die beiden Karten werden ungefähr 50 Cent wert sein. Ja, mehr sind die halt nicht wert. Die sind nicht recht selten, die habe ich auch schon mehrmals gezogen. Was im Gegensatz dann zu dieser Karte hier schon wieder nicht zutrifft, denn Metan in Shiny. Die Shiny-Karten habe ich auch zwei von, sind sowieso recht selten. Ich würde sagen, Metan. Ich würde sagen 6 Euro. Ich sage nicht bis oder so, ich sage halt einen genauen Wert. Also ich sage mal, der kostet 6 Euro und der kostet ja bestimmt außer dem Dreh 6 Euro. Dann haben wir hier Plinfa mit Trainer Full Art. Ja, die ist auch nicht wirklich selten. Ich denke mal, die wird so, naja, sagen wir mal 1 Euro kosten. 1 Euro schön. Quote, bestimmt auch 1 Euro. Ich glaube halt allgemein, dass diese Full Art Trainerkarten alle nicht recht viel wert sind. Ich denke mal, auch Snibunna wird 1 Euro kosten. Auch ein Magnetilo wird 1 Euro kosten. Ich überlege gerade halt, könnte es sein, dass hier irgendein Pokémon spezieller ist, aber ich glaube nicht. Ich denke auch, Stalos wird 1 Euro kosten. Okay, Pikachu könnte vielleicht ein bisschen mehr wert sein. Ich denke mal, vielleicht 2 Euro oder 1,50 Euro, sagen wir 1,50 Euro. Aber viel mehr wert, denke ich nicht. Dann haben wir eine Tech-Team-Karte. Tech-Team, Schlapp, Mega-Schlappohr und Pummeluff. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Tech-Team-Karten sind etwas mehr wert. Ich würde sagen, kostet 4 Euro. Dann haben wir jetzt hier schon wieder eine niedrigere Alolas Nobilikat. Ja, finde ich, also bisher alle Artworks, die wir hatten, fand ich jetzt bisher auch noch nicht so prall, außer die Shinies, die beiden, die finde ich eigentlich ganz geil. Aber Alolas Nobilikat würde ich auch so auf 1 Euro schätzen, also auch nicht allzu viel. Ich werde mir jetzt die Preise auch nicht merken, ich gehe zum Schluss mal ein Gesamtfazit, aber ich denke, was der ganze Ordner hier wert sein wird. Und dann werden wir sehen, ob es dann wirklich so ist. Dann haben wir hier Banette GX, ich denke auch die wird 1 Euro kosten. Lusardin, auch 1 Euro, also ist ja nicht mehr. Die Karte ist halt wirklich nicht selten. Mashomai ist schon ein bisschen seltener, ich sag mal 2,50. Ah, ich denke 2,50 kommt hin. Colossand, ja, ich sag mal 1,50 Euro. Ich bin richtig gespannt, wie viel wert sein wird. Scherox, ich glaube, der ist tatsächlich ein bisschen mehr wert. Ich würde den einpendeln. Na, sagen wir auch mal 2,50. Tangolist. 1 Euro. Und jetzt kommen langsam aber sicher die interessanteren Karten. Das war jetzt erstmal so, naja, das, was man halt schon öfter mal zieht.
Dark IGX jetzt noch nicht so selten. Ich würde sagen, die kostet 3 Euro. 3 Euro würde gut sein, aber jetzt alternatives Artwork Dark IGX Full Art. Ich vermute, diese Karte ist 7 Euro wert. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich könnte mir das echt gut vorstellen. Libeldere alternatives Artwork Full Art. In GX würde ich sagen 3 Euro. Und Elektroball ebenfalls 3 Euro, denke ich. Auch wenn er eine extrem geile Attacke hat, Falten und Frittieren. Aber seid mal ehrlich, Leute. Wie geil sehen denn die Karten aus? Also persönlich muss ich sagen, gefallen mir die Full Art Karten alternativ am besten. Ja, also ich liebe es einfach, wenn dieser Hintergrund so voll eine Farbe ist. Das feiere ich auch nochmal. Genau, dann haben wir Lillys Pokégruppe. Da würde ich sagen, die war mal recht hoch. Die ist bestimmt immer noch so bei 9 Euro. Ich denke 9 Euro. Die gab mal eine Zeit lang für 15 Euro. Rot und Blau auch eine ziemlich teure Karte, ich würde sagen. Also mindestens 10 Euro. 10 Euro müssten da auf jeden Fall drin sein. Ist auch das. Ist das? Doch, ich glaube, das ist das alternative Artwork. Ja, doch, klar, muss ja. Weil die normale rot und blaue Karte ist ja nur. Oder? Ich tue mich da echt schwer. Aber ich glaube, es ist alternatives Artwork. Dann haben wir Solgaleo und Lunala GX. Ja, was wird die wert sein? Das sind natürlich legendäre Tech-Team. Na, ich sag mal 3 Euro wird die wert sein. Arceus, Dialga und Palkia wird ein bisschen mehr wert sein. Ich denke mal 6 Euro. Dann haben wir jetzt hier, jetzt kommen langsam die geilen Karten. Nach den Lore-Karten kommen die geilen Karten. Wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, die drei hier gehören schon mit zu meinen Lieblingskarten, allein wegen dem Artwork, das sieht halt echt so geil aus. Und Rot und Blau finde ich halt auch mega cool. Glurak GX. Ich würde denken 1,50 Euro. Die ist bestimmt nicht viel wert und die wird ja auch nicht so viel wert sein, ich denke auch 1,50 Euro. Jetzt kommen aber die Tech-Team-Karten und da könnte es schwieriger werden. Ich glaube Tech-Team, Glurak und Rutena sind so 3 Euro. Könnten 3 Euro. Wir könnten für 3 Euro gehen. Visaflor und Serpifol GX. Ja, auch so in dem Dreh 3 Euro. Und jetzt kommt man strugglen, weil wir haben jetzt hier einmal. Wir haben jetzt hier Turtok und Plimpher GX im alternativen Artwork und Turtok und Plimpher GX im normalen Artwork GX. Ich glaube, die Alternative wird. Ach, die war wirklich mal teuer, ne? Ich würde denken bei 12 Euro. Ja, ich sag mal 12 Euro. 12 Euro könnte vielleicht noch hinkommen. Und die normale, ja, die ist glaube ich nicht so viel, ich denke auch 3 Euro. Dann haben wir Lugok GX, der wird auch nicht so toll sein, vielleicht 2 Euro. Aber jetzt, Leute, zieht euch Lugok GX alternatives Artwork Full Art rein. Das ist halt eine echt geile Karte und ich bin der Meinung, dass sie auch recht viel wert ist. Ich würde sagen, mindestens 8 Euro. Das sieht so cool aus, wirklich. Ja, also 8 Euro denke ich. Dann haben wir Ho-Oh GX. Die wird. Die ist glaube ich nicht so viel, ich sag mal 1,50. Aber jetzt, diese Karte habe ich in einem Booster gezogen. Aber nicht in einem. Irgendeinem Booster, nämlich. Ich habe zu Weihnachten ein Booster-Pack bekommen und zwar ein manipuliertes. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und diese Karte hier gekauft, die uns auch schon wieder im Wert gestiegen ist seit dem Zeitpunkt. Das habe ich nämlich mal geschaut. Und ich, Lugia ist halt eines meiner Lieblings-Pokémon. Lugia, Rayquaza und die drei heiligen Vögel. Und ich denke, also als er die gekauft hat, waren das 15 Euro. Ich denke, dass die jetzt so ungefähr immer noch so bei 15 bis 18, ich sag mal 18 Euro. Die sieht einfach so krass schön aus, eine meiner allerschönsten Karten, die ich finde. Ja. Und hier haben wir Rayquaza GX nach all den vergeblichen Versuchen mit unseren Pack-Openings, ja. Habe ich mir jetzt gekauft. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ich mache gerne Displays auf, aber irgendwann geht es halt übertrieben krass ins Geld.
Und ich sag mal, wenn ich nach drei ganzen Displays immer noch keine Rayquaza-Karte habe, ja, dann okay. Ich wollte den halt unbedingt haben und jetzt habe ich mir halt geholt, in Shiny, Full RGX. Und es war kein Fehler, der sieht unglaublich schön aus. Und jetzt, Leute, okay, ich muss die Karten davor umdrehen. Jetzt kommt meine schönste, meine allerliebste Lieblingskarte. Für die habe ich auch gekauft, weil die zu ziehen ist, ja, finde ich nahezu unmöglich. Macht euch bereit für die wunderschönste Karte, die ihr je gesehen habt. Was ist das? Lavados, Zapdos und Arctos GX Full Art in Mosaik Look. Wie krass ist diese Karte, bitte? Also einfach überheftig, oder? Ich finde, dieses Artwork ist der größte Geniestreich, den es im TCG gibt. Ich finde die so unglaublich schön. Und trotzdem ist sie nur auf der zweiten Seite. Denn die erste Seite habe ich reserviert. Und zwar für meine Rainbows. Aber trotzdem, Leute, diese Karte ist. Ich meine, guckt sie euch doch mal an. Wie schön kann eine Karte denn bitte sein? Ja. Und dementsprechend ist die auch so weit vorne. Jetzt kommen wir dann zu den Rainbows. Achso, wie viel wert die ist. Also erstmal Lugia GX, denke ich, wie gesagt, 18 Euro. Rayquaza GX würde ich sagen auch so 9 Euro. Und die Trinity, boah, ich weiß nicht mehr, für wie viel ich die gekauft habe, aber ich würde sagen ungefähr ein Zehner ist die jetzt noch wert. Dann haben wir hier Urhaftende GX in Rainbow. Natürlich eine krasse Karte, also weil sie halt Rainbow ist, klar. Ich denke, die wird auch schwer zu sagen, Rainbow ist immer schwer einzuschätzen, aber ich weiß nicht. Ich sag mal 10 Euro. Dann haben wir Bonjour GX, die ist glaube ich sogar ein bisschen mehr wert. Da würde ich sogar einpendeln bis zu 18 Euro. Könnte gut sein. Dann haben wir hier Arctos GX, den haben wir natürlich auch gezogen. Also die Rainbows haben wir sowieso alle gezogen. Arctos GX ist auch recht viel wert, glaube ich. Da müsste auch so bei 18 Euro liegen. Den haben wir da rein. Und dann haben wir nochmal Arctos GX, einfach nur der Vollständigkeit halber habe ich den hier reingepackt, weil er da oben neben Arctos liegt. Und diese GX-Karte ist an sich nämlich auch schon recht viel wert. Nämlich, ich würde sagen, so ungefähr 5, na, sagen wir mal 6 Euro. 6 Euro müssen die wert sein. So, das sind meine Full Art GX-Karten. Tag Team, alles Mögliche, was ich so in meinem Sammel. Ey, guckt euch das mal an. Ja? Wie krass sieht das denn da aus? Das sieht doch so heftig aus. Alleine diese Arctos Lavados Zapdos-Karte. Also die Werte, die es einfach schon mal übertrieben, pass auf, dann Lugia GX. Wunderschön einfach nur. Genau. Und das sind so meine Special-Karten. Und jetzt, Leute, kommen wir zu einer kleinen Besonderheit, die ich hier eingerichtet habe. Und zwar habe ich mir eine extra Mappe geholt. Warte mal gucken, wie ich die hier so aufs Bild bekomme. Für meine Holo-Karten, die werden wir jetzt nicht alle durchgehen und nicht im Presse haben, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber ich habe mir die Mühe gemacht und habe meine Holo-Karten mal einsortiert und wollte ich mal einen Blick darauf erhaschen lassen. Hier haben wir zum Beispiel Rot und Blau, Tali, diverse Trainerkarten. Ich habe die halt so geordnet nach den Farben, nach den Trainerkarten und so weiter. Dass wir hier halt sozusagen alle Holos im Überblick haben. Die Energien, die ich in Holo habe. Also Reverse Holo oder normal Holo, die Regenbogenenergie, die Zugenergie und so weiter und so fort. Dann haben wir hier die Entwicklung. Natürlich weiß ich, dass es aus dem Reptil nicht Silvaro wird, aber ich habe halt Gevaldo nicht in Holo. Deswegen habe ich Silvaro dann gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, Silvaro ist echt eine meiner liebsten Holos. Die sieht echt hammer aus. Ja, dann haben wir noch Smet Pro. Dann geht es hier weiter mit den Ultrabestien Katagami und Gaguron. Dann haben wir Heatran und nein, ich bin nicht blöde, weil die eine ist Reverse Holo und die andere ist Holo. Davon gibt es ja auch, glaube ich, noch mal sowas. Dann, welche Karten ich auch richtig geil finde, ist hier die Volvorok-Familie. Das ist ja einmal dieses Zwielicht-Volvorok, was Ash, diese Ash-Edition sozusagen. Dann haben wir das Nacht und das. Ich glaube, das ist ja beides, das ist Nacht. Das Tag-Volvorok habe ich gar nicht. Da oben natürlich noch Groan und Lucario. Lucarios Artwork finde ich auch richtig geil. Ja, dann kommen wir hier weiter zu Quatermarkt. Dann beginnen hier die Wasser. Ach ja, genau, hier ist zum Beispiel auch so eine Holo, eine Reverse Holo.
Finde ich auch ein gutes Artwork bei Kyogre. Dann hier oben die Hydrobi-Entwicklung, Zumurabill, Namagarados, Vylor, die Vulpix-Familie. Ups, das ist die Karte hier aber auch nicht so richtig. So, wollen wir das hier nicht haben. So. Dann haben wir hier noch zwei verschiedene Aquana-Artworks, Seedra-King. Ihr seht schon, Leute, viele, viele coole Karten. Lusadin im Schwarm, auch eine ziemlich geile Karte, wie ich finde. Haben wir hier Entei, Flammly, Jungblut. Richtig, richtig nice. Hier die legendäre Mewtwo Mew Deoxys. Und darunter noch die verschiedenen Artworks von Lunala. Ich finde das linke Lunala Artwork richtig, richtig geil. Aber natürlich auch Mewtwo Mew fand ich extrem gut. Dann haben wir hier noch eine ultra beste Koplosio, Sonfel und Runastein. Die beiden Artworks finde ich auch ziemlich cool, weil die so comicartig rüberkommen. Dann haben wir hier die Zwirrlicht-Familie. Außer jetzt die Zwirrclub habe ich leider nicht in Holo. Ja, dann haben wir noch Galagladi und so ein bisschen Klimbim. Jetzt nichts Nennenswertes. Hier aber Zygarde auch einmal nochmal ein Reverse Holo und einmal ein Holo. Ja, dann hier ganz cool Megiras und Rangiras. Jetzt neigen wir uns hier auch leider schon am Ende. Typ 0 haben wir hier zweimal in verschiedenen Artworks. Dann haben wir unten eine Komplettentwicklung: Yorkliff, Terriwak und Bisbark. Auch Mauzi und Snobilikat. Ja, ihr seht schon, also da sind schon ein paar Seiten zusammengekommen. Und ich finde die echt richtig, richtig schön. Leider habe ich hier keinen Bubbles. Hier unten auch wieder richtig cool, einmal ein Holo und einmal ein Reverse Holo Darkrai. Dann haben wir Despota. Oder hier auch Pikachu und zweimal Raichu und verschiedene Artworks. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier schon die letzte Seite. Da haben wir dann hier nämlich auch Flabébé, Fluette und Florges. Die komplette Entwicklung. Hier auch nochmal Bulbuna. Ist zwar Luna Bulbuna, hatten wir da vorher schon. Auch interessant. Hier einmal in Pink und dann haben wir da ja hier vorne auch einmal in Blau Alola Bulbuna. Jo. Und das war jetzt so das kleine Extra. Jetzt habt ihr mal meine beiden Mappen gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet, wie ich das sortiert habe. Ich finde es eigentlich ganz cool gemacht. Vor allen Dingen auch diese Mappe hier. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Kommentar schreiben oder einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde auf diesem Kanal weiterhin bestimmt auch Pokémon-Karten, Stuff bringen, Lego, Let's Plays. Ich werde ab morgen anfangen mit meinen Star Wars Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order Let's Plays anfangen. Und zwar spielen wir das auf Großes wie die Großmeister. Na, wird auch sehr interessant. Und ja, seid gespannt. Wir sehen uns in der Zukunft. Haut rein.